Also da müssen sie mal irgendwie Leute einstellen, die sich da mit der Performance ein bisschen beschäftigen. Müssen wir nochmal gegen Dubo kämpfen? Sollte man Highlander gesehen haben? Wow. Ja. Sollte man. Und jetzt ein Giftdagger. Was laber ich unnötig? Ich wünsche einen schönen Abend, meine bessere Hälfte. Hest und Talk. Alles klar, Chiro. Der eine ist immer dabei, wenn wir zusammen sind, dann ist der andere, ne? Immer das Gefühl, dass ich dich enttäusche, weil ich gewisse Filme nicht kenne. Das ist kein Problem, Tobi. Ich kenne so viele Filme. Das ist ehrlich. Wonderful display. Tell me your name. Huh. Diao Chan. Der Mann ist eklig. Hust, Castaway, hust. Ja, hast du Castaway immer noch nicht geguckt? Bitte sag mir, dass du Castaway jetzt mal geguckt hast mit Näschen. Bitte. Wie anders plötzlich diese Map aussieht. Durch die Farbgebung der Pflanzen und allem hier. So. Da hier jetzt gerade keiner dabei ist, glaube ich, kann ich jetzt selber aussuchen, wen ich mitnehme, ne? Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Fernkampfschadenverringerung. Krummsäbelgleber. Eisenstab Schlangenspeer. Hakenklinge von König Helu. Heiligenschein? Hä? Was ist denn das für eine Waffe? Doppelhelebarde der Tigerfänger. Zuverlässigkeit des Himmels. Speer der unbesiegbaren Schlange. Azurdrachenhalbmond. Die heißen einfach nur so. Ich nehme einfach Leo mit. Warum? Each battle brings me closer to my destiny. I came here with Hong Jing as we continued our search for Elixir. I don't know what her plan was, but she has entered the fort alone. I would like you to sneak in, find her, and bring her back. Okay. I try to bring her back. Okay, ganz kurz. Es fehlen noch fünf große Banner und acht kleine. Okay. Guten Tag. Aua. Ja, I try to too much. Auf Stufe 1 ist man noch so schön schwach. Da war der Black Screen für heute. Black Screen Nummer 1. Man hätte ja schon fast fragen können, wann kommt er. So, ganz kurz mal den Chat zu mir holen.
Und zack. So. Jetzt funktioniert das wieder. Rang 6 Leder. Also optisch, das Spiel ist schon schön. Aber für ein Spiel, was im Jahr 2023 rauskommt, dann auch wieder so ein bisschen underwhelming. Aber man muss ja auch sagen, die Macher von Dynasty Warriors sind jetzt nicht unbedingt für die beste Grafik bekannt. Unfassbar. Wenigstens sind hier jetzt aktuell nicht 3 Milliarden Bildeffekte, die das Spiel künstlich verlangsamen. Ach, dieser Assassin. Viel zu schnell. Viel zu hektisch. Okay. Man hier nicht rein? Warum Säbel kleben? In dem Level ist auf jeden Fall der Leuchteffekt von den einzelnen Gegenständen, den Fackeln, echt gut. Der sieht auch nicht in jedem Level gleich gut aus. Das verwirrt mich manchmal. Wow! Aber der Barbar, wenn du noch da bist, nutzt du die Glaive von einem Charakter, also von so einem Eidstufe 10? Oder hast du einfach eine gute gefunden? Ich hätte jetzt stark vermutet, dass hier die erste kleine Markierflagge ist, aber offensichtlich nicht. König Obvious. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Moin Body D, moin König Obvious, moin Robby, hallöchen Robby. Dead Book Raid. Aus welcher Burg kommt ihr denn? Aus welcher Burg kommt ihr denn? Hallo, wir wollten Hallo sagen, hallo! Ich habe nur keine Stimme dafür. Aus meiner, das habe ich mir gedacht, aber vielleicht hat die einen Namen. Wenn du Mr. Body Lee heißt, ist das eine Holzburg? Ist die aus Bords? Versteht ihr? Bords? Die habe ich selbst erbaut. Was? Hast du wirklich eine Burg gebaut?
Davon abgesehen, Robbie, meine Stimme ist was angeschlagen. Von so einer leichten Erkältung. Er ist Burgherr. Mr. Bordelis Burg oder so. Er streamt aus einer Burg. Jetzt ernsthaft. Also, du kriegst jetzt einen Shoutout von mir. Vielleicht taucht dann ja ein Clip auf, wo ich deine Burg sehe. Ist ja mega lustig. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Männergrippe? Ja, also. Nee. Für mich das jetzt nicht. Okay, man sieht eine Burg. Irgendwo hinstellen, wo Platz ist. Einer der besten ersten Bosse in Videospielen. Überlebt aber noch ein Kleidchen. Einer der besten ersten Hauptbosse in einem Videospiel. Das waren sowas von WTF-Momente für mich. Ich hab noch genug Zeit. Ich leg den heute. Brauchst gar nicht nachdenken. Den lege ich heute. Keine Sorge. Hast du ihn gelegt? Hast du ihn noch gelegt? Letzte Question. Und was habt ihr gemacht? Projekt Zomboid oder Project Zomboid? Spielst du das alleine oder mit deinem Stream? Er hat ihn nicht gelegt. An dem Abend nicht, nein. Okay. Er hat sich an Godric 8 Stunden versucht und verkackt. 8 Stunden. Das ist krass. The children starve, and the elderly are beset by grief. I shall never forget them for a second. Ist das jetzt so unterschwellig der Satz für beweg dich von der Leiter, spiel weiter oder was? Beim nächsten Stream im dritten Versuch, also typisch. Typisch. Aber es scheint, als würde da mehr dazukommen. Rob übertreibt. Er hielt es nicht für nötig zu leveln. Der ganze Stream war 8. Godric war nur 6. Boah, ich habe ja schon für die Walküre in God of War Ragnarök 3 Stunden gebraucht. Und das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Wenn ich 6 Stunden für einen Gegner brauchen würde, da würde ich, glaube ich, irgendwann ein Stück von meinem Controller hier so abbeißen. Ach, die Antwort war mit König, mit Obvious war für Zomboid. Ah. Ah, okay. Aber Elden Ring ist ein geiles Spiel. Elden Ring war mein Game of the Year fürs letzte Jahr. Und das trotz God of War Ragnarök. Ragnarök ist so ganz leicht darunter. Aber ganz, ganz leicht. Storytechnisch, God of War Ragnarök, 1 Million% vom gesamten Spiel habe ich unheimlich viel Spaß in Elden Ring gehabt. Ja, aber willkommen. Ich weiß nicht, ob der Robbie schon was von mir erzählt hat. Ich bin erstmal Eritos, bin der Otter-Vater. So nennen mich zumindest andere Leute. Ich habe mich selber so nie genannt. Deswegen nehme ich den Namen jetzt einfach mal so hin. Super. Erschreck mich nicht so. Meinte. Ich bin der Ottervater und hau fast mein Otter vom Mikrofon. Eigentlich ist der Kleine auf dem Mikrofon der Chef des Streams. Ich bin hier nur angestellt. Bei mir gibt es vor allen Dingen Retro-Games zu sehen, immer montags. Und ansonsten Indie-Games, Story-Games, Souls-like, Rogue-like. Eigentlich alles, was mir Spaß machen könnte. Und manchmal auch alles, was den Zuschauern Spaß machen könnte, wenn ich es spiele. Das war zum Beispiel mal Doki Doki Literature Club. Und manchmal werde ich aus dem Bild geworfen. Das sind so die Hauptspiele, die ich spiele, so die Genres. Aber ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr wollt, einmal bei YouTube vorbeischauen. Denn ich bin ziemlich fleißig da drin, alles, was ich hier spiele, gleichzeitig aufzunehmen. Und auf YouTube hochzuladen. Das heißt, falls euch interessiert, was ich so spiele, das habe ich schon gepostet, Robbie. Das habe ich ein paar Zeilen drüber gepostet. Das heißt, falls euch interessiert, was ich spiele, gerne mal bei YouTube vorbeischauen und einfach nur durch die Videos scrollen oder am besten durch die Playlist. Das ist ein bisschen einfacher. Dann kriegt ihr relativ schnell einen Überblick, was ich zocke.
Denn da ist auf jeden Fall alles hochgeladen der letzten 2 Jahre. Ist kein Link da, leider. Ist kein Link da? Da ist doch ein Link. Also ich sehe da einen Link. Seht ihr keinen Link? Ihr seht keinen Link? Was? Was? Warum weiß ich das nicht? Doch, du schon? Oh, liebe linke Seite, hallöchen. Wenn die liebe linke Seite hier ist. Ah, du bist von Body gekommen, ich wollte gerade sagen. Ich sehe einen Link. Robbie, das ist keine Diskriminierung. Es ist nicht bei mir eingestellt, dass du keinen Link siehst. Ich sehe den Link auch. Moin, Gorak. Wie geht's euch? Willkommen bei Wulong, dem spirituellen, außerehelichen Kind von Nioh und Sekiro. Anders kann man es nicht nennen. Mit ein bisschen Dynasty Warriors draufgestreut. Von der anderen Seite, ich geb dir von der anderen Seite. Oh Mann, oh Mann. Ich würde euch gerne sagen, was wir genau machen müssen, aber die Story ist immer sehr verworren. Wir müssen jetzt hier in diese komische Burg eindringen und eine Dame retten, die hier einfach reingestürmt ist, obwohl sie ein bisschen langsamer sein sollte und ein bisschen vorsichtiger. Und ansonsten ist es eigentlich wie jedes andere Souls-like auch, schwere Gegner. Mit dem einzigen Unterschied, dass es Sekiro-like Gameplay ist, wir müssen sehr, sehr viel mit diesem Pariersystem arbeiten. Denn sonst kann man das eigentlich vergessen. Attack! Ganz ehrlich, das war ja jetzt schon der traurigste Ansturm auf Gegner, den man hätte machen können. Aber wie geht's dir, Gorak? Und die liebe linke Seite, wie war das gut? Kommst du her? Das geht nicht gut. Hast du Nioh auch schon gespielt? Nein. Nioh habe ich weder 1 noch 2 gespielt. Ist leider komplett an mir vorbeigelaufen. Oh oh. Was ist das Problem bei jedem Souls-like, wenn du 3 Milliarden Gegner gleichzeitig aufgehört? Komm her, du. Oh, tut mir leid, ich mag Hunde, ich liebe Hunde, aber der wollte mich beißen. Bin an Nioh gerade dran und ist echt gut. Das... Ja, wurde mir auch gesagt. Aber es ist Streamer-Problem, Robbie. Zu viele Spiele. Was als nächstes auf der Liste steht, ist... Am Freitag spielen wir... Oh Gott. Namen vergessen. Am Freitag. Am Sonntag spielen wir... The Last Spell. Und nach Wulong kommt definitiv noch Dead Space. Und nicht unmittelbar, aber Dead Space steht auf dem Plan. Dann kommt das neue Star Wars Game, was ich spielen will. Dann haben wir jetzt gerade montags... Castlevania Symphony of the Night angefangen. Ich habe einfach keine Zeit. Das ist, Zeit ist ein Problem. Aber es ist ja nur verschoben und nicht vergessen. Ne? Wir haben tolle Rätsel gelöst. Wir machen Stream Raider Hopping. Was? Stream Raider Hopping. Von Gorak zu Bordi zu dir. Oh, schön. Wulong erstmal eine Weile geradeaus und dann rechts abbiegen. Ja, das funktioniert. Ich habe mich bei meinem Titel für einen anderen Witz entschieden. Und ich entschuldige mich für jeden, der ihn liest und danach ein Problem hat heute. Symphony of the Night. Themenleitfaden ist Metroidvania. Yep. Ich dachte mir, ich muss unser Couchgebubble weiterführen. Und wir reden natürlich den ganzen Abend über Metroidvania. Das ist logisch.
So, ich muss noch weiter. Eigentlich wollte ich heute nur bis 22 Uhr machen. Das hat nicht gut geklappt. Das hat nicht gut geklappt. Aber irgendwo ist es gerade 22 Uhr auf der Welt. Haben etwas überzogen. Ich locke dich noch zum Einschläfern und könnte sicher besser schlafen, wenn ich etwas Frust sehe. Ja, super. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Dann versuche ich jetzt mal konzentriert gut zu spielen. Sagte er, bevor er kurz vorm Tod war. Wo geht das denn hier hin? Erstmal eine Frage, was ist das für eine Saustallstadt hier? Ich muss den dafür sehen. Wenn ich den nicht sehe, ist... Auch wenn ich den sehe, ist es anscheinend nicht gut, das zu machen. Mein Bester, ich verziehe mich ins Bett. Dann dir eine wunderbare gute Nacht, Bettgamer. Oder Tobi. So, sorry. Ich wünsch euch allen ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, ihr macht was Schönes. Und ich hoffe, das Wetter ist bei euch schön. Ich gehe morgen zum Geburtstag meiner Mutter. Das heißt, es gibt Kuchen und abends was zu essen. Also, besser kann der Samstag ja nicht sein. Ja? Vor allem, wenn man ja selber nicht kochen muss. Danke, jetzt muss ich drauf schon, hab einen Ohrwurm. Okay, let's go. Ich müsste eigentlich davon was auf den Knopf setzen. Eigentlich müsste ich das tun. Ich hab's gesagt. Aber es tut mir auch nicht wirklich leid. Ganz ehrlich, es tut mir nicht wirklich leid. A fine piece of equipment. I suggest you try it. Hakenklinge von König Helo. Name schon mal top. Aber es ist halt ein Säbel, ne? Und ich möchte keinen Säbel, also kein krumm. Das hatte ich schon, krumme Schwerter. Fand ich okayisch, aber nicht gutisch. Kriegshammer mit einem Dolch blocken ist halt schwierig. Hier ist nichts unmöglich. Muss ich ehrlich sagen, hier ist nichts unmöglich. Aber eins muss man lassen. Die sehen auf jeden Fall geil aus. Ich könnte sie ja mal aufschieben. Weil rein von den Stats her sind die trotzdem, glaube ich, gut. Ich muss da aufs Dach rüber. Dachte ich mir. Was habt ihr denn so am Wochenende vor? Du solltest da einfach nur auf diesen Balkon springen. Scheint schwer zu sein. Scheint ein sehr schweres Unterfangen zu sein. Ihr bekommt Sonntag für 2 Wochen einen amerikanischen Austauschschüler. Okay, in welchem Alter? Abituralter? Also, was ist man? Oder nee, davor? 16? 17? 18? Keine Ahnung. Also in Amerika nicht alt genug zum Trinken, in Deutschland schon. Kulturschock. 17. Okay, dann ist er auch in Deutschland auch nicht alt genug, um richtig zu trinken. Das stelle ich mir echt schwierig vor. Also nicht einen Austauschschüler haben, das ist was, keine Ahnung. Ich habe nicht mal Kinder, also bin ich da im Gedankengang noch weit von entfernt. Aber alleine als Amerikaner nach Deutschland kommen. Ja, die Finger von meiner Milch zu lassen? Hast du wirklich meinst du eine richtige Milch oder ist das ein Synonym für dich, für deinen Lebenslauf? Nein, 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 nein. Gehst du weg.
Bist du ein artiger Dong Ming? Das tut mir leid, Dong Ming, aber du bist mit genau der falschen Waffe gekommen. Die ist nämlich leider sehr einfach abzuwehren, verhältnismäßig. Und tschüss, Dong Ming. What? Okay, das war jetzt komisch. Das war komisch. Dafür, dass der... Dafür darf er schon Auto fahren? Das war für mich krass, als unsere Große gesagt hat, sie fährt mit ihm in die Schule und so. Aber das kannst du bei uns doch auch mit 17. Aber du brauchst immer den... Du brauchst immer den... Also einen erwachsenen Autofahrer dabei, glaube ich, ne? Jetzt verschlucke ich mich an meinem eigenen Trinken. Entschuldigung. Baldurfisch ist geflohen. Achso. Ja, das ist natürlich. 05er Flaschenmädchen, 24er Beuten. Ah, sehr gut. Sehr gut. Dass wir erst eins von diesen kleinen Bannern gefunden haben, finde ich nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich verpasse wieder was. Sie war im Oktober bei ihm in Amerika und da war er erst 16 und er darf schon alleine fahren. Ja, mit das Amerika. Da, aber Amerika. Das ist... Autofahren ist für die ja sowas wie, weiß ich nicht, im Gesetz verankertes Menschenrecht. Hat man zumindest das Gefühl. Okay. Attack! Das sind vier, das ist ein bisschen viel. Ach so. Natürlich. Noch mehr. Noch mehr davon. Zack. Oh, systematisch kämpfen. Tut mir leid, Leo, bei das ist, ich habe gerade andere Probleme als dein Leben. Und auch total interessant, dass hier die Jungs darauf aufmerksam gemacht wurden, dass auf keinen Fall keiner der Amis Alkohol trinken darf. Aber unsere sind zum Teil mit Waffen ausgestattet worden und haben Schießerfahrung sammeln dürfen. Was? Gut, die Frage ist... Die Frage ist ja auch immer, wer da die Regeln macht, ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Deutschen den Amerikanern Regeln aufersetzen, wenn die hier sind. Und die Amerikaner Regeln den Deutschen aufersetzen, wenn sie da sind. Und die Amerikaner sind halt anders. Und aus welcher Region von Amerika kommt der? Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage. Wenn es jetzt ein Texaner ist, die sind ja eh anders.
Mann. Komm her. Das ist das Schöne, der rennt jetzt. Ist jetzt. Wow. Oh Mann, ey. Oh je. Too much. Way too much. Das Problem ist, genau da ist der. Genau da ist das Banner. Scheiße. Circa eine Stunde von Chicago weg. Ja, scheiße. Na, gib mir doch einer. Eine Stunde von Chicago weg, nahe der kanadischen Grenze. Okay. Chicago ist aber auch hart. Also, Chicago selber, nicht da in der Nähe, keine Ahnung. Immer wenn ich irgendwelche Dokus oder sowas über Chicago sehe, dann kriege ich ganz, ganz große Freude darum, nicht da zu leben. Each battle brings me closer to my destiny. Das kann aber doch nicht richtig sein. Es ist ja. Was macht denn der da unten? Ist alles so weit weg? So, jetzt müssen wir da rauf. Der Große war sehr beeindruckt von der Stadt, hat aber auch ganz schön Respekt davor. Die Polizei und viele Obdachlose. Ach, die Große. Ja, Obdachlosigkeit ist in Amerika eher ein sehr, sehr großes Problem. Ich weiß, ein Arbeitskollege von mir war jetzt schon mehrfach in Amerika. Das Schlimme ist halt wirklich, dass im Gegensatz zu der Obdachlosigkeit bei uns, merkst du halt auch, dass es da deutlich rauer ist. Also deutlich rauer einfach ist im Gesamten. Dann eben nicht. Komm mal bitte mit, Freunde. Oh.
Urlaub in Amerika ist für mich okay, aber leben möchte ich dort nicht. Ich auch nicht. Ich bin aber auch sehr glücklich in Deutschland. Also alle Leute, die immer dahin wollen, alles ist total toll da, denke ich. Ich weiß es nicht. Also kann natürlich sein, dass da einige Dinge toll sind, aber definitiv nicht alles. Komm runter. Viel besser. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Auch wenn ich weiterhin glaube, dass hier irgendwo eine Standarte ist, die ich noch nicht habe. Genau so ist es. Es gibt bestimmt Länder, wo es besser ist als in Deutschland, aber auch ganz viele, wo es schlechter ist. Ich bin im Großen und Ganzen auch zufrieden. Ja, die Frage ist halt immer, wie definiert man besser? Wann ist es in einem Land besser? Ne? Also es gibt halt die skandinavischen Länder, die sind technologisch und auch vom Lebensstandard, glaube ich, sehr, sehr gut. Also die Leute leben da gerne. Du hast da viel saubere Energie und all so einen Spaß. Aber das heißt ja auch nicht gleich, dass du da glücklicher bist. Also nicht eine Person per se. Wow. Besser. Ich glaube, so ein Nonplusultra gibt es eh nicht. Dass einem alles gefällt, geht doch gar nicht. Es kann nicht perfekt sein für jede Lebenssituation. Das ist 100% richtig. Wäre aber auch komisch, wenn es sowas geben würde, weil dann würde jeder hinziehen. Wenn es das perfekte Land gäbe für alle, dann würde da jeder hinziehen. Wahres Key. Offensichtlich ist hier doch keine kleine Standarte. Oh, wenn hier wirklich irgendwo eine ist, dann wird das ein Riesenspaß zurückzulaufen. Überhaupt nämlich nicht. Apropos zurücklaufen, wir haben 113 Seelenpunkte, Willenpunkte, keine Ahnung. Sollte vielleicht mal leveln, das wäre sonst schwierig. Wäre zumindest Verschwendung, wenn ich sterbe. Mhm. Was ist los hier? Naja, ein Raid ist los hier. Und ansonsten kämpfen wir uns langsam aber sicher durch die nächste Hauptmission. Each battle brings me closer to my destiny. Dein postkulinarisches Trauma ist langsam überstanden. Also bist du wieder wach geworden. Hast du so einen kleinen Relaxo-Schlaf gemacht und jetzt bist du wieder wach geworden.
Komm her, du blöder Tübbel. Da ist schon wieder... Das kann nicht sein. Ich hab doch 100% was verpasst. Hier ist einfach 3 Meter später schon wieder eine große Standarte. Oh Mann, ich hab oben bestimmt was verpasst. Bestimmt. Nee, Pucki Bauch hat schon gespannt und Aua gemacht. Wie viel hast du denn gegessen? Das muss ja eine Unmenge gewesen sein. So muss das sein. Naja, meine Vorspeise plus Teil von meiner Frau und Teil von meiner Mama. Und dann noch die dicke Hauptspeise mit Gyros, Bifteke und Souvlaki-Spieß. Du musst aber auch immer der Allesvernichter der Familie sein, oder? Gut, bei mir war das... Bei mir ist das oder war das immer nur, wenn nur der Teil von meiner Mama. Von anderen Leuten das Essen esse ich nicht aus. A.k.a. Biotonne. Das hast du gesagt. Aber das ist doch eigentlich gut. Dann recycelst du. Recyceln ist ja gut. Habe ich mir sagen lassen. Oh Gott. Wow! Also ich verstehe auf jeden Fall, was Kokanic meinte. Wirklich schwer ist es ja auch gar nicht. Weil man immer das Gleiche macht. Man versucht einen roten Angriff zu parieren. Meistens ist der Gegner dann komplett voll von seinem Stunlock und dann können wir den stunnen. Das sieht einfach nach Boss-Arena aus, ne? Tatsächlich sollte ich mal feststellen, ob das nicht schon krankhaft bei mir ist. Da ich es auch hasse, so viel liegen zu lassen. Das hasse ich ja auch. Ich trinke auch ab und zu, nicht immer, ich trinke auch ab und zu immer noch diesen kleinen Schluck Kaffee, den meine Freundin in ihren Tassen drin lässt. Das Problem dabei ist, sie trinkt ihren Kaffee mit Süßstoff. Und ich bereue es jedes Mal, wenn ich ihn getrunken habe. Süßstoff. Naja, jedem das Seine, ne? Jedem das Seine. Da fehlen 1000%ig Drossenmelche. Das macht doch keinen Sinn. Ich hab's dann probiert. Unser Zuckersatz wird aber mini anerkannt werden. Da musst du den sogenannte Flav Drops kaufen. Die haben noch einen Geschmack bei. Also die schmecken nicht einfach wie so ein Süßstoff, sondern du hast halt ein Aroma mit bei. Quasi das, was auch die Industrie verwendet. Das geht. So ein bisschen Vanille im Kaffee ist immer gut. Denn hier? Das ist aber kein einfaches Gefängnis. Ha.
Komm her. Okay. Das, da fehlt trotzdem noch ganz, ganz viel. War jetzt nicht ganz so mein Plan. Kann ich doch gleich meinen Kaffeevollautomaten Senseo im Douglas betreiben? Nein. Nein. Tatsächlich nicht. Ich wünsche euch noch einen tollen Stream. Schlaft später schön. Ich lege mich jetzt ins Bett. Bis bald. Bis bald, liebe linke Seite. Und ich sage, glaube ich, schon mal, bis bald, Gvorak. Ich vermute mal, dass du jetzt auch gehst. Habt ein wunderbares Wochenende und ich bin gespannt, wie das mit eurem Austauschschüler klappt. Ich habe keinen Leo Bay geholt. Fällt mir gerade auf. Wir werden doch nicht. Ja, das werde ich auch nachfragen. Auf jeden Fall ein ganz komischer Raum. Schön alles mitnehmen, auch wenn ich 3 Milliarden Gegenstände habe. Komm her, mein Freund. Das ist zu weit weg. Komm her. Komm mal hier hin, da wirft er keine Steine mehr hin. Ich würde vermuten, Neo ist sogar besser bzw. komplexer vom Kampfsystem her, auch wenn 3 Grundhaltungen für den Kampf nicht unbedingt Komplexität bringen. Ja, gut. Ich vermute auch mal, dass Neo komplexer ist. Weil das Spiel hier basiert halt einfach nur aus Parieren. Parieren, parieren, parieren.
Das ist die Komplexität von diesem Kampfsystem. Alter, hier geht's immer weiter. Ich glaube, ich gucke gleich ganz kurz mal online, ob ich draußen irgendeine von diesen Dingern verpasst habe, weil das ist echt ein Aufwand, wieder zurückzukommen. Keine Ahnung, dass es Betten sind oder Opferfische. Bärengalle? Bärengalle. Axiom auch noch nicht wieder da von seinem kulinarischen Festival. Ist er zu einem kulinarischen Festival? Hat er da was geschrieben? Weil, habe ich gar nicht mitbekommen. Der war doch Sushi futtern, das war doch gestern. Sind sie nicht gestern zum Geburtstag Sushi essen gehen? War das heute? Nein, das war gestern. Ciavo und er waren doch hier. Sorry, mein Fehler. Ja, alles gut. Das letzte Bankett des Tyrannen. Da. Tyrant's Final Banquet. First, zweites auf der Mauer, first marking, after raising the first battle flag, just in front of the flag is a small wooden bridge, going down there to lower part of the forest. Third battle flag, fourth battle flag, second marking flag, nö. Die zweite marking flag ist dann hier drinnen. Das heißt, ich habe doch nichts verpasst. Dann ist das entweder ein gigantisches Level, was jetzt erstmal nicht unlogisch ist, oder... Ja. Keine Ahnung. Roko. Und ein Panda. Gänze, 4 Sterne-Set aus Nahkampf und Fernkampf, was das war und wir... Entweder hat es einfach ewig gedauert oder... Keine Ahnung. Ja, das war doch was anderes. Ich habe eine Essenz gefunden und kein Pulver. Er hat sich quasi gerade selbst getötet.
Er hat sich quasi selbst getötet. Yay! Hallo! Hallo, mein Teddylein. Bitte schön, mein Kleiner. Eine Dizzy-Flöte. Und schlafen, weil er... Der ist auch fest, Koma-Akutenshi. Der muss jetzt auch schlafen. Und wir nehmen Liu Bei wieder mit. Each battle brings me closer to my destiny. Perfekt, perfekt, perfekt. Beats amazing, man. Okay, da geht's jetzt wieder rauf und hier geht's weiter. Oder, keine Ahnung. Ob wir jetzt rauf müssen, ist das hier eine Sackgasse? Das ist eine Sackgasse. Ein weiteres Elixier, was ich nicht verwende, ist auch praktisch. Ja, das ist auf jeden Fall der Weg zurück. Das ist die Tür. Sag ich. Diese blöde lila Pampe hier immer. Okay, ne, wir müssen hier sogar weiter. Boah, das können wir gar nicht lang gehen. Kurz mal umdrehen, ob da was ist. Da ist nichts. Überall schimmeln hier die Wände. Take it. Und wieder runter. Denn ich weiß nicht, ob es hier weitergeht oder ob das hier optional ist.
Mr. Skygong und Kusch BZH. Hä? Wer beschwert sich denn jetzt gerade? Was ist dein Fazit, Akutenshi, zu Last Epoch? Weil noch ist es ja nicht im 1.0 heraus, oder? Noch ist es ja im... Ist es Early Access? Heißt das immer noch Early Access? Jetzt. Wenn jetzt wirklich hier oben in dem Areal noch vier kleine Marken kommen, dann haben sie es aber ganz, ganz komisch aufgeteilt. Doch, 1.0 ist meine, ich aber irgendwie so ein Zwischending. Okay. Auch komisch dann. Das ist dann aber auch ein komisches Zwischending. Ein Level. 090E. Okay. Warum nicht? Rüstung des grausamen Tigers. Das macht mal wieder Sinn. Ein Lotus unter einer Brücke. Für mein Fazit fehlt mir das Endgame einfach. Aber der Lootfilter, wenn er funzen würde, begeistert mich jetzt schon. Okay. Das heißt, ihr habt noch nicht rausgefunden, wo er am Lootfilter liegt. Ihr seid ein bisschen underlevel, finde ich. Hat der gerade Scheiße gesagt? Das klang auch wie Scheiße. Ja. Mhm. Müsst darauf achten, ob hier irgendwo die Dinger wieder kaputt machbar sind. Ist nämlich nicht so einfach zu sehen. Okay, er war auf jeden Fall lange tot, bevor er überhaupt seinen komischen Stun-Balken voll hatte. Einmal in der Ecke einsperren. Tagebuch der Unterhalterin? Nice. Hier ist nicht. Aber hast du denn Freude mit deinem Necromancer? Okay, Stufe 25.
heißt, wir sind auch wieder mal beim Maximum angekommen. Bis jetzt ja, weiß halt nur nicht, ob der so sonderlich geskillt ist. Aber das ist ja eh ein Problem, was du in... entweder hast du viel Erfahrung mit den mit dem ARPG und hast dich mit dem Level- und Skillsystem so beschäftigt, dass du weißt, was du machen sollst. Oder du skillst und levelst einfach irgendwie. Der Angriff ist immer viel zu langsam. Das zuckt mein Finger irgendwann. Ich seh dich. Ich hab dich gesehen. Du kannst dich nicht verstecken. Wie komme ich da hin? Komme ich da von oben hin? Ist das der Plan? Oben in die Ecke laufen, runterspringen? Das ist die Essenz. Der sortiert das nicht nach wirklich Beschaffungsdatum. Stärkere Heilung und einmal mehr Heilung. Da klaut er mir einfach mal zwei von meinen Leveln da unten. Ja. Die sind so schön unfähig irgendwie manchmal. Okay. Da habe ich auf jeden Fall bewusst mir alles angeguckt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht was verpasst habe. Da liegen Items. Da ist nichts. Kein Banner. Kein Banner. War ja jetzt nicht unbedingt so viel. Da oben drauf liegt was. Komm ich da von der Seite hin? Keine Ahnung, wo wir sind. Und wir sind wieder auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Assassine. Guck mal, der kuschelt mit der Mauer. Oh, süß. Lebt nur.
Da ist auf jeden Fall nicht so viel los. Ist das ein Shortcut, um im Kreis zu laufen? Ist es. Okay. Das Schlimme ist, es ist zwar ein Shortcut, um im Kreis zu laufen, aber Banner habe ich jetzt trotzdem nicht mehr gefunden. Okay, wir müssen auf die Mauer da drauf, aber das schaffen wir von hier halt auch nicht. Das kommt von da. Kleiner Kristall, wahres Knie. Alter, das sieht so nach Bosskampf aus. Bevor ich hier reingehe, ist das der Boss-Bosskampf? Nee. Okay. Das ist nur ein Zwischenkampf. Hallo? Mumpsy Mumps. Mumpsy Mumps. Komm schon. Zu spät. Eine Sekunde zu spät, genau. Gut, das war das letzte Banner.
Da sind Kätzchen. Da ist eine geschlossene Tür. Da kommen wir her. Ich vermute mal, dass in dem Haus auch der Endboss ist. I would guess so. Den Stahl nehmen wir mit. Vermutlich ist er da drin. Ach, guck mal. Da waren es noch zwei. Da oben ist noch eine. Ach, Leo Bay. Ach, Leo Bay. Weich doch einfach aus. Noch mehr Stahl. Sehr gut. Der Seite der Mauer kann nichts sein. Auch nicht. My apologies. Ja, ja, blabarababa. Blabarababa. Da hinten irgendwo ist die letzte Flagge. Ach, Liu Bei. So eine theatralische Frau. Zack, zack. Das Schöne ist immer, dass sie an der Kopfnuss sterben, wenn die gegen die Wand fallen. Ha.
Okay. Yes. Jetzt nur noch auf das Dach kommen, um rauszufinden, was da liegt. Kommen wir von der Richtung dahin? Das sieht schon mal nicht so aus. Über den Wagen. Über den Wagen. Das Suchtmittel. Schlechthin. Für den Verrückten. So, auf zum Boss, würde ich sagen. Gibt gerade sonst nichts mehr zu tun hier. 6 von 6, 8 von 8, Stufe 20. Wir sind effektiv Stufe 25. Unser Gottmodus ist auch voll. Mal gucken. It's me, Mario. Das ist der gute Wein. You've messed up my entertainment. In that case, I shall just have to improvise. With your dying screams. Ich hoffe nicht, dass du jetzt gleich auch so ein Elixier nimmst, weil. Das war viel zu früh. Aua! Au! We need to regain
gain our momentum. Victory is there for the taking. Perhaps until a time like this. Sorry, my force is spent. I let myself be thrown there. My apologies. Ach, schon wieder. This foe's strength surpasses my expectations. Ach, du blöder Dübel. Komm her. Nein, tot. Aua. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Aber der ist wieder nicht so schwer wie Lubu. Der ist eigentlich auch wieder machbar. Each battle brings me closer to my destiny. Bin ich auch offen. Also bei der Vielzahl an Affix und Präfix und Suffix, die es in dem Spiel gibt, denke ich, ist bildtechnisch größeres Potenzial als ein Diablo. Ich habe ihn noch nicht anvisiert. Ach, das. Was heißt denn hier Wii? Scheiße. Ich
Ah, fuck. Das kostet so viel Zeit, dieser Angriff. Aua. Oh, Glück gehabt. Parieren nicht vergessen. Ja, das ist alles hier. Wieso lassen ihn einfach gehen? It has played on my mind ever since I saw you at Hulaguan Pass. But how could I forget how bravely you always held yourself? So, brother. Why? Why do you stand with Dongzhuo? You mistake me for another. Lu Bu, an assassin! Jia Chun, what perfect timing! You shall make a fine soldier. Du kannst ja froh sein, dass du nicht deine Schwester mitpunktiert hast. How dare you? You would betray me? Very well. The elixir is yours, Lu Bu. Das ist eine mega Waffe. Ist Lu Bu jetzt unser Freund? Kann ich ihn mitnehmen und auf Level 10 bringen? Go before things get out of hand. Brother! Don't worry about me. Zhong Liao, take her away. Time to leave. Gerupfter Vogel oder was ist das? Please, wait. Gerupfter Vogel. What will he do with the elixir? I simply follow General Liu's orders. Please, this way. Er wird das alles fressen. Thank you. You saved me yet again. I had to make sure. But at last I'm convinced. Was hat die denn für ein Gottwesen? He was the person I always wanted to be like. To catch up to, and then he left without a farewell. I need to know why he set his sights on the elixir. Otherwise, I'll never be able to get things back to normal. Seeing you fearlessly face up to the demonic tea has given me determination. It may take force to get the truth out of him. Bitte nein. But there's no one he would tell other than me. Wir reden von Lu Bu. Nein. Man muss mal Lu Bu googeln. Das ist eine ganz interessante Geschichte. My Little Pony? It's My Little Pony. Okay. My Little Pony.
I will never give up. For when it comes to being stubborn, even my brother cannot best me. If you say so. To think he survived. I hope the day will come when we can train together once more. Ja. Ich glaube eher, dass der dich vernichtet, alter Mann. Eid mit Hunger.